ja herzlich willkommen nochmal zum Themenabend, die eigenen Forschungsergebnisse, die Erinnerung an die eigenen Vorfahren und auch genealogische Interviews bei Family Search für die Ewigkeit zu sichern. Ja, warum Family Search? Warum halte ich jetzt einen Vortrag über Family Search oder stelle euch das vor? Weil Family Search ist so mein Steckenpferd seit 1990. Da bin ich also durch einen Cousin auf die damalige Genealogieforschungsstelle Dortmund, die heute Center für Familiengeschichte Dortmund heißt, aufmerksam gemacht worden, weil ich Vorfahren aus Ungarn und aus den Niederlanden habe. Und dort gab es dann alle diese Kirchenbücher und auch zum Teil Standesamtsbücher auf Mikrofilm damals. Und das war für mich natürlich eine Wahnsinnsquelle und eine Wahnsinnsforschungsmöglichkeit. So 20 Kilometer brauchte ich nur fahren von meinem Wohnort aus, um in diese Kirchenbücher und auch Standesamtsbücher Einsicht zu nehmen und auch in die ungarischen Kirchen- und Standesamtsbücher. Und ja, ich bin dann letztendlich 1990 ehrenamtlicher Mitarbeiter der Forschungsstelle Dortmund geworden, weil das Internet gab es zwar, aber Family Search im Internet gab es noch nicht. Und da ging es also zu wie in einer überfüllten Arztpraxis. Es waren also mehrere Berater dort, aber eben halt manchmal war der Andrang gar nicht zu schaffen, gerade samstags. Und irgendwann habe ich da mal ausgeholfen und bin dann halt ehrenamtlicher Mitarbeiter dort geworden von 1990 bis Ende der Sommerferien 2020, als der Lockdown dann war, wollte ich mich dann verstärkt den Zoom-Meetings, den genealogischen Zoom-Meetings widmen. Aber vorab nochmal, damit es nicht falsch verstanden wird, wir haben schon wieder so ein paar Gerüchte gehört, die manchmal aufkommen. Also wir werden nicht von Family Search gesponsert und auch unser Zoom-Account vom Ahnenforscher-Stammtisch wird nicht von Family Search bezahlt. Und auch Nancy, meine Ehefrau Nancy Meyers, die hier ist, und ich, wir sind auch keine Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Also wir hören da also immer sehr oft irgendwelche Gerüchte, die dann wirklich frei erfunden sind irgendwo. Warum das so ist, weiß ich auch nicht. Aber das wollte ich nur sagen. Ich habe also seit 1990 die Entwicklung von Family Search im Grunde genommen hautnah miterlebt, von Mikrofischplatten über Mikrofilme bis hin zur jetzigen Online-Geschichte, zu den Digitalisaten. Und deshalb ist Family Search ein bisschen mein Steckenpferd. Ja, worum es geht, ist eigentlich in dem Sinne, wie sichere ich denn das Wissen, was ich mir über meine Familie angeeignet habe, all diese Dokumente, all diese Geschichten und auch vielleicht Interviews, wie kann ich es so sichern, dass die nächsten Generationen kostenlos drankommen, leicht drankommen und auch diese Informationen schnell finden, ohne große Umwege, ohne große Hürden. Und deshalb wollte ich heute das Ganze mal über Family Search euch einfach mal vorstellen. Und wir beim Ahnenforscher Stammtisch machen es immer so, wir stellen alles vor, was es gibt, aber was wer wann oder überhaupt benutzen möchte, bleibt jedem absolut selbst überlassen. Ja, ich wollte einmal ganz kurz die Geschichte von Family Search nochmal umreißen. Auf der Webseite von Family Search findet man also etwas weiter unten die Geschichte. Ja, eine kleine Gesellschaft, die aus Menschen bestand, die sich bemühten, ihre Vorfahren ausfindig zu machen. Im Zuge des technischen Fortschritts wurde eine größere Organisation. Family Search hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen zu helfen, ihre Familiengeschichte durch die Webseite jetzt und Apps für Mobilgeräte und persönliche Hilfestellung in über 5000 Centern für Familiengeschichte vor Ort zu entdecken. Das heißt also, das Center für Familiengeschichte in Dortmund ist also eines von diesen über 5000 weltweiten Centern, praktisch Ableger der großen Family History Library in Utah. Kleiner Abriss, 1894 wurde die Genealogische Gesellschaft von Utah gegründet, die heute Family Search heißt.
Und sie wurde damals gegründet, um Mitgliedern der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, die 1830 gegründet wurde, bei der Erforschung ihres Stammbaums zu unterstützen. Dazu muss man wissen, dass die Kirchenmitglieder, die wir also im Volksmund unter Mormonen kennen, heute mögen Sie also diesen Begriff Mormonen nicht mehr so hören, weil Mormon steht da nicht im Mittelpunkt, sagen Sie, sondern eben halt Jesus Christus. Und deshalb möchte man diesen Begriff Mormonen jetzt nicht so hören. Aber wir alle kennen sie unter diesem Begriff. Sie machen also aus religiösen Gründen Ahnenforschung. Und deshalb hat man 1894 die Genealogische Gesellschaft gegründet in Utah. Und zwar zur Sicherung und zur Beschaffung von Unterlagen, Dokumenten von genealogischem Wert. Denn die Mitglieder der Gemeinschaft damals konnten ja nicht einfach mal wieder nach Europa reisen und sich irgendwelche Dokumente besorgen für ihre Ahnenforschung. Das sollte die Gesellschaft machen. Aber eben dann war es so, dass dann letztendlich auch die ersten Nichtmitglieder dieser religiösen Gemeinschaft, dieser Kirche angefragt haben, ob sie auch reinschauen können in die Sammlung. Und heute sind also gut 95% der Millionen Nutzer weltweit sind also Nichtmitglieder. Also 95% der Nutzer von Family Search und auch von den Zentren für Familiengeschichte gehören nicht der Gemeinschaft an. Ja, 1924 hat man, jetzt wollte ich gerade mal, was vor fast 100 Jahren mit nur einem Standort, also dort hat man einen Standort gehabt für die genealogische Bibliothek. Und 1938 begann die Verfilmung von Papierdokumenten in kirchlichen und behördlichen Archiven. Das ist deshalb wichtig, 1938, dass wir uns daran erinnern, dass man 1938 angefangen hat. Denn sehr viele Kirchenbücher und auch andere Dokumente sind im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden. Die Originale sind vernichtet worden. Und wenn man Glück hat, wurden dann einige von diesen vernichteten Unterlagen noch vor dem Krieg mikroverfilmt und die heute digitalisiert sind. Ja, das heißt halt, Family Search hat nun alle diese Mikrofilme, ich glaube jetzt auch abgeschlossen, wie ich gelesen habe, die sind alle digitalisiert. Wie gesagt, wenn man Glück hat, findet man also dann die Kirchenbücher, die man sucht und irgendjemand hat gesagt, die Originale sind im Krieg zerstört worden, die findet man dann vielleicht bei Family Search. Ja, 1964 wurde das erste Center für Familiengeschichte in Salt Lake City eröffnet und jetzt gibt es also weltweit 5000 und ich glaube, hier in Deutschland gibt es so an die 70 Family Search Center oder eben halt Center für Familiengeschichte. Und dort kann man sich also persönliche Hilfe durch die Mitarbeiter holen. Na, man braucht auch keine Angst haben, dass man, ich sag mal, manche haben ja ein bisschen Berührungsängste, dass sie dort eventuell missioniert werden könnten von Missionaren dieser Gemeinschaft. Es ist also den Kirchenmitgliedern untersagt, in den Zentren für Familiengeschichte von sich aus über ihre Religion zu reden. Sie werden nur Auskunft erteilen, wenn man sie fragt. Ja, dann wird man darüber reden, aber von sich aus wird dann niemand über die eigene Gemeinschaft dort reden. Ja, 1966 hat man dann, und da kommt es mir also auch in diesem kleinen Vortrag drauf an, hat man dann den Granite Mountain Record Vault gegründet. Das ist also geschaffen. Es ist also ein Lagerort, ein Bergwerk in einem Granitgewölbe. Und dort lagert man all das, was man hat. Man lagert dort Originalunterlagen, man lagert dort die Masterfilme, also die Mikrofilme, die originalen Mikrofilme. Alles andere, was zirkuliert hat, waren ja Kopien davon. Dort lagert man alles vom genealogischen Wert, was man hat, was man bekommt, was man bekommen hat. Auch die Sicherungen der Stammbäume, die Sicherungen der Bäume, die letztendlich auch die Family Search Nutzer dort einreichen, werden dort gelagert. Das Ganze katastrophensicher.
Ja, also da muss schon einiges passieren, dieses massive Felsmassiv zum Einsturz zu bringen, was man dort hat. Also wie gesagt, es lagert dort katastrophensicher und deshalb also auch immer in Anführungsstriche diese Sicherung für die Ewigkeit, von der Family Search also da immer redet. 1999 ist Family Search als Webseite online gegangen und hat also bis zu 7 Millionen Mal pro Tag wird diese Seite aufgerufen. Und 2020 beträgt die durchschnittliche Zahl pro Tag der Nutzer pro Tag 400.000. Also 400.000 Nutzer forschen in diesem großen Internetportal täglich nach Informationen über die Vorfahren. Im Jahr 2002, gut, das ist jetzt vielleicht für uns jetzt erstmal nicht so wichtig, sondern die Volkszählungsunterlagen der Amerikaner, wenn man Auswanderer hat. Ja, 2011 hat man die erste RootsTech gemacht, und dann jährlich wurde das Ganze zur weltgrößten Konferenz und im letzten Jahr war sie das erste Mal virtuell und man hat, glaube ich, ich glaube, 30.000 Besuchern, die dort zur mehrtägigen Messe kamen, virtuell dann 1 Million erreicht. Ja, also 1 Million Nutzer haben an der virtuellen RootsTech im letzten Jahr teilnehmen können von zu Hause aus. Und jetzt im nächsten Jahr, im März, wird das genauso sein. Es wird also dort auch nochmal komplett virtuell angeboten. Ja, und dann Indexierung, 1 Milliarde Namen findet man dort oder auch mehr. Manchmal sind auch zum Teil, je nachdem, was für Datenbanken man da anzapft, 4 Milliarden Personen und das geht also immer so weiter. Und eben halt, ja, bis in die heutige Zeit, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Family Search ist nicht kommerziell. Gehört zu Family Search und Family Search gehört wiederum zur Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Und weshalb vielleicht so die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort oder dass unseren nächsten Generationen unsere Forschungsergebnisse dann noch zur Verfügung stehen, vielleicht in einigen 100 Jahren, die ist schon sehr groß, die Wahrscheinlichkeit. Weil diese Gemeinschaft wächst weiter und auch Family Search wird immer weiterentwickelt. Und was ich jetzt sehe, was von im Zeitraum 1999 bis heute dort, wie sich das entwickelt hat, das ist also wirklich enorm. Ja, ich möchte dann jetzt mal die Erinnerungen speichern und auch genealogische Interviews. Genealogische Interviews sind, ich gehe mal auf die Startseite. Ein kostenloses Konto muss man sich anlegen. Family Search ist und wird immer kostenlos bleiben. Aber man braucht ein eigenes Konto, weil man kann auch einen Baum hinterlegen, in dem zum Beispiel noch Lebende sind, damit nicht die anderen diese Daten aus Datenschutzgründen der Lebenden sehen können, sondern immer nur derjenige, der sie eingereicht hat, wie es ja auch bei den anderen Portalen so ist, muss man dann auch ein eigenes Konto anlegen mit Benutzernamen und Passwort. Ja, ich beginne jetzt mal im Hinblick auf Datensicherung und man kann also auf zweierlei Arten seinen eigenen Stammbaum hinterlegen, indem man eine GetCom-Datei aus dem eigenen Genealogieprogramm exportiert und importiert. Das geht dann unter Suche Genealogien. Und wenn man dorthin geht, bekommt man also hier meinen Stammbaum einreichen. Dann passiert aber Folgendes. Diese GetCom-Datei wird dann hochgeladen dort und 15 Minuten nach dem Hochladen stehen diese Daten, die da drin sind, können dann in der Datenbank Genealogien, also über diese Suchmaske dann gefunden werden. Diese Daten können nicht verändert werden von anderen. Ja, sie können auch nicht gelöscht werden von anderen. Dort hat man also seine eigene Datei hinterlegt, auf die man nur selbst Zugriff hat, um sie zu löschen oder herunterzuladen. Und eben halt, man hat die Daten, die da drin sind, dann eben halt veröffentlicht.
Man muss dann nur aufpassen, dass man in dem Genealogieprogramm, aus dem man dann etwas exportiert, dann auch gekennzeichnet hat, wer noch lebt. Ja? Damit auch wirklich nur die Verstorbenen dann durchsuchbar zu finden sind. Das ist die eine Geschichte. Man kann aber nicht, wie es bei anderen Portalen, bei Ancestry oder auch bei MyHeritage oder GeneaNet oder anderen Plattformen, man kann dort aber dann keine Dokumente hinterlegen. Man kann keine Dokumente hinterlegen, keine Fotos hinterlegen. Warum? Das werde ich jetzt erklären. Weil FamilySearch geht jetzt einen anderen Weg und sagt, wir machen es nicht so, wie es andere Anbieter machen, dass jeder seinen eigenen Baum dort hinterlegt. Warum forschen wir nicht alle an einem einzigen großen Baum? Warum werden also noch aus Unkenntnis, ob irgendwelche Vorfahren schon erforscht sind oder nicht, Vorfahren doppelt, dreifach, vierfach, fünffach oder sogar millionenfach nochmal neu erforscht, weil man nicht in Erfahrung bringen konnte, ob schon ein anderer was gemacht hat. Und deshalb macht FamilySearch es anders. Die bieten einen sogenannten Weltstammbaum an. Und diesen Weltstammbaum kann man in einem zweiten Schritt, aber nur, wenn man es möchte. Na, man muss es nicht tun, man kann sich dafür entscheiden, diese eingereichten Personen aus der GetCom-Datei, diesen Weltstammbaum beizusteuern. Und man sagt also, der Weltstammbaum, das ist dieser Familienstammbaum hier, in dem man also alles sichern kann und hinterlegen kann. Der Weltstammbaum gehört nicht mehr einem einzigen, klar. Er gehört also allen Menschen weltweit. Ja, ob sie nun Nutzer von FamilySearch sind oder nicht Nutzer sind, der Baum ist eigentlich für alle Menschen gedacht, die dort letztendlich dann den Baum ergänzen können, korrigieren können und auch letztendlich bearbeiten können. Ich klicke da jetzt mal drauf. Und jetzt muss ich mich leider wieder anmelden, weil FamilySearch lockt einen nach einer gewissen Zeit wieder aus. So. So, jetzt gehe ich hier mal auf diesen Familienstammbaum. Den finde ich also dann hier unter Familienstammbaum, unter Stammbaum. Und das ist der Platz, wo man im Grunde genommen alles hinterlegen kann. Also ich habe da meine 3000 Personen, die ich also erforscht habe, mit eingepflegt. Lebende, gut, sieht man jetzt nur mich und meine Frau hier, weil ich mich eingeloggt habe. Das lässt sich natürlich jetzt auch nicht verhindern, aber ist letztendlich jetzt egal. Jetzt kann man zum Beispiel Folgendes tun. Ich will jetzt einfach mal einen Überblick bieten, bevor ich dann auch zu den Interviews komme. Ich gehe jetzt mal hier auf meinen Vater, weil ich von dem am meisten Dokumente habe. Wie bei jedem Genealogieprogramm hat man ein Datenblatt, das Personenstandliche, wo man etwas eingeben kann. Und hier sieht man schon, gibt es dann verschiedene Namen, die etwas beigesteuert haben. Das heißt, es ist ein Weltstammbaum, der gehört jedem Menschen oder ist für jeden Menschen gedacht. Somit kann auch jeder Nutzer von FamilySearch, der noch etwas zu Personen findet, die dort drin sind, und jetzt sind ungefähr 1,2 Milliarden Personen in diesem Stammbaum, und FamilySearch geht also dazu über, alle die Personen, die indexiert worden sind früher mal oder auch noch indexiert werden, auch in diesen Stammbaum zu überführen. Das heißt, man gibt eine Person ein, die man erforscht hat, und dann sagt FamilySearch auf einmal, die Person ist schon da. Ja? Und dann kann man das abgleichen, kann man sagen, ja, das ist diese Person, und kann dann die Daten, die man hat, dann dieser Person, oder man kann das dann anknüpfen dann an seine eigenen Personen, und ist dann auf einmal, bin ich anstatt an 3000 Personen, jetzt klingelt bei mir wieder das Telefon, wie das so üblich ist, wenn man ein Webmeeting macht, ich weiß nicht warum. Ich klinke mich mal eine Sekunde aus, weil wahrscheinlich auch der Anrufbeantworter geht. Ich kann
den leider nicht woanders hinstellen. Mal eben gucken, ob der Anrufbeantworter anspringt. Ist nicht der Fall. Gut, dann kann ich weitermachen. Also jeder kann dran arbeiten. Das heißt, wenn ich etwas eingegeben habe und mein Cousin in Ungarn findet, in dem alten Schuhkarton meiner verstorbenen Tante noch ein Foto von meinem Vater, der kann es also auch dranhängen. Das bedeutet aber auch, dass man das jeder hier, zumindest bei den Daten hier, Änderungen vornehmen kann. Ja, das ist so, manche mögen das, manche mögen es nicht, dass man was ändern kann. Viele haben es sich gewünscht, dass man bei Family Search Daten ändern kann, die vielleicht fehlerhaft sind oder die noch nicht ganz genau erforscht waren oder vermutet waren. Und anderen gefällt es dann nicht. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Jeder kann hier dran bauen. Hier gibt es dann sonstige Angaben. Hier zum Beispiel bei meinem Vater habe ich dann die Wohnorte dann dargelegt. Da kann man also unter Angaben hinzufügen, findet man also einige Kategorien. Und wenn man eine Kategorie nicht findet, die man gerne hätte, dann kann man das also als auch benutzerdefiniertes Ereignis machen oder als benutzerdefinierte Angabe. Ja, also wenn hier letztendlich irgendetwas fehlen sollte, wie bei einem Genealogieprogramm. Dann findet man also hier die Angehörigen, die Eheschließungen, die Eltern desjenigen und die Kinder desjenigen, die Geschwister desjenigen, der hier aufgerufen ist und dann letztendlich da unten auch die Kinder. Aber Georg, ja, bitte. Eine kurze Frage, wolltest du die Fragen mittendrin nehmen oder ja, wäre, später? Wenn das gerade hierzu passt, dann ganz gerne, aber wenn dann immer nur so zwei oder drei, damit man dann auch weiterkommt. Hat sich jemand gemeldet? Ja, Torben hat eine Frage oder hat seine Hand. Torben, bitte. Torben meldet sich nicht? Doch, ja, wir hören dich aber nicht. Ansonsten kann er sich, Torben? Ansonsten kann er sich ja dann gleich nochmal melden. Oder Torben, wir hören dich nicht, aber wenn du das in dem Chat schreibst, dann kann ich das lesen oder vorlesen. Also wer Fragen hat, kann sich dann melden oder macht sein Mikrofon kurz an oder sagt etwas, spricht dazwischen, das geht dann auch. Torben hat sein Mikro aus, Torben. Ja, jetzt ist das Mikro aus. Jetzt ist es an, aber wir hören ihn nicht. Dann kann er die Frage in den Chat schreiben. Oder hören wir dich, Torben? Nein, anscheinend nicht. Ja, ich gehe mal weiter dann. So, und jetzt komme ich dazu. Hier gibt man dann, erhält man einen Zeitstrahl. Da kann man dann eben feststellen, was ist wo passiert im Leben der Person. Hier gibt es die Zusammenarbeit. Man kann also dann letztendlich also auch Notizen hinzufügen, die andere lesen können, die vielleicht eine Antwort haben. Man kann wie bei einem Forum über diese Person eine Diskussion beginnen, die andere lesen können und Beiträge dazu vielleicht schreiben können. Aber worum es mir jetzt ankommt, sind die Erinnerungen. Das heißt, all das, was ich über diese Person weiß, kann ich hier hinterlegen. Ich klicke mal hier drauf. Und zwar in Kategorien, einmal Fotos, das sind dann hier noch mehr. Ich habe also hier eine Auswahl getroffen aus Fotos, die meinen Vater betreffen, das Geburtshaus. Auch er hat einen Kugelschreiber gehabt mit einer Gravierung. Warum nicht? Es ist ein Gegenstand aus seinem Leben. Warum soll man den nicht ablichten und beifügen? Das heißt, das Allerwichtigste, was ich immer denke, dass man eben von den Familienfotos, die man hat, dass man die digitalisiert auf alle Fälle und auch die Dokumente, Originaldokumente, die man hat, digitalisiert. Denn wie schnell kann was passieren? Und die Originale werden vernichtet und die sind dann weg, unwiederbringlich. Und diese kann man dann hier letztendlich hochladen, über Foto hochladen. Und das Schöne ist, man kann sie dann also auch mit Kommentaren versehen. Ich wollte mal eben schauen, wo ich das besagte Gruppenfoto habe, was ich also oftmals zeige. Hier ist ein, zum Beispiel, wenn man so ein altes Familienbild hat,
Und die nächsten, und man weiß nicht mehr, wer da drauf ist, dann, und niemand weiß es, dann kann man das im Grunde genommen wegwerfen. Denn dann wird es wertlos. Und wie oft findet man diese alten Fotos auf irgendwelchen Trödelmärkten und niemand weiß mehr, wer das ist oder, ne? Und hier kann man dann letztendlich dieses Wissen um diese Person, die man hat, auf diesen Fotos auch der Nachwelt erhalten. Wenn ich hier jetzt mal draufklicke, dann erscheint das Ganze. Und wenn ich die Personen, die hier drauf sind, vorher auch eingegeben habe oder wenn die schon in diesem Stammbaum drin sind, von anderen eingegeben worden sind, dann kann ich letztendlich hier auf den Kopf klicken. Bei diesen hier weiß ich nicht, wer die Seite ist. Hier ist meine Großtante, die Seite, das sind meine Vorfahren, meine Urgroßmutter. Dann kann ich einfach hier auf den Kopf klicken und dann fragt er, um wen geht es denn? Und wenn die Person eingegeben worden ist, dann gebe ich den Namen ein und er macht einen Vorschlag. Er sagt, ist es diese Person? Dann sage ich, ja, es ist diese Person. Und dann passiert das so wie hier, dass man, wenn man mit dem Anzeigegerät über das Bild geht, sieht, wer das ist und die erscheinen dann also auch hier aufgelistet. Ja, und hier ist mein Vater dann hier unten, sodass also auch die nächsten Generationen mit ihren Anzeigegeräten, wie immer das sein wird, vielleicht haben die keine Bildschirme mehr, sondern Hologramme, wie bei Raumschiff Enterprise oder wie bei Star Trek war das ja, man weiß es nicht, aber sie werden dann auf alle Fälle sehen können, wer auf den Bildern ist. Und das ist für mich also auch eine ganz wichtige Funktion. Dann kann man das Bild hier natürlich vergrößern, Bildschirmgröße machen. Man kann das Bild hier oben betiteln und man kann das Bild hier beschreiben. Ja, das ist ganz wichtig, dass man alle Informationen, die man zu diesen Bildern hat, hier unter Bearbeiten dann einträgt. Ja, das Datum, wann ist das Bild entstanden, das weiß ich. Das war die Hochzeit meiner Großtante am 27. September 1925 in Beschnö, Stuhl-Weißenburg, Ungarn. Und da ist es oftmals dann so, dass Family Search einen Standardort vorschlägt. Und wenn man diesen Standardort benutzt, manche Orte sind auch mehrfach da, je nach politischer Gegebenheit, wie es damals war, dass man dann auf dieser virtuellen Karte im Zeitstrahl dann letztendlich hier auch den Ort angezeigt bekommt. Und hier kann man noch Beschreibungen einfügen. Und dann kann man für jede Person ein Album anlegen und kann sagen, diese Personen sind alle auf diesem Bild. So, damit landet das Bild automatisch bei all diesen Personen unter Erinnerung. Also man lädt es nur einmal hoch. Man markiert diese Person und allein schon durch das Markieren landet dann dieses Bild unter Erinnerungen auf dem Erinnerungsblatt von all diesen Personen, die hier markiert worden sind. Und eben halt, wenn man Alben anlegt, dann kann man sagen, zeige mir alles von Maria Windisch, was ich habe, oder alles eben halt von Maria Warner. Das ist eine sehr gute Geschichte, um die alten. Für mich sind diese alten Fotos Familienschätze, um diese Schätze zu sichern und eben halt alles das, was ich hier reinspeichere, landet als Datensicherung in diesem Bergwerk. Ja, ja, bitte. Georg, ist das neu? Inhaltsmarkierer? Das ist neu, Was ja, ist das denn? das ist ein Inhaltsmarkierer, da kann man dann Text reinschreiben. Ja, da kann man Okay, für dann Tags. Taufe reinschreiben oder Heirat oder es ist ein Rezept. Da kann man noch Stichwörter vergeben. Als ich das hochgeladen habe, gab es die Kategorie noch nicht. Deshalb ist da nichts drin. Habe ich Aber da nicht eingegeben. ist Ne? das denn etwas, was zum Beispiel das mit den Gefallenen aus Dortmund, Das ist das, werde ich wo gleich wir ein auch. Tag Ja. einsetzen könnten, damit wir Richtig, alle. genau. Und das will ich Okay. nämlich gleich auch noch mal zeigen, Nancy, mit diesen Gefallenen. Okay. Also wie gesagt, und das Schöne daran ist, meine Tante hat mir zum Beispiel erklärt, wie sie an dieses Foto gekommen ist. Und ich brauche, oder wenn ich eine Geschichte zu diesem Foto habe, dann brauche ich die nicht
zu schreiben. Ich kann die als Beschreibung natürlich hier abtippen, tippen, je nachdem, wie lang die ist. Ist es vielleicht mühselig, aber ich kann es viel besser machen. Ich kann ganz einfach hier draufklicken und kann meinen Kommentar zu diesem Bild einfach sprechen. Ich kann also als Audiodatei das festhalten. Ich will das mal machen als Test. Machen Sie sich bereit. Ja, dieses Bild der Hochzeit meiner Großtante Anna Palmüller habe ich von meiner Tante Piroschka Farkas 1984 während eines Besuchs in Ungarn, eines Verwandtenbesuchs bekommen. Und sie erzählte mir also, dass diese Aufnahme im Garten des Hauses Beschnö in dem früheren Göbel-Jarasch im Komitat Fea in Ungarn aufgenommen wurde. Und dieses Haus, dieser Garten gehörte dem Großvater Jörg Palmüller. So, ich klicke dann auf Fertig, dann dauert es ein bisschen was, zack. Und hier unten ist diese Datei. Ich hoffe, wenn ich jetzt drauf drücke, ob ihr das hört, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gehört habt. So kann ich ganz bequem eine Geschichte zu diesen einzelnen Erinnerungen abspeichern. Ich habe hier gewisse Aktionen, die ich machen kann. Ich kann das Bild drehen, wenn es auf der Seite liegend hochgeladen wurde. Ich kann es herunterladen. Ja, es ist auch gleichzeitig eine Sicherung. Wenn mir das Original verloren geht, kann ich es runterladen, kann mir das wieder ausdrucken. Ich kann es auch löschen. Löschen kann es immer nur der, der es dort platziert hat. Ja, also ich mit meinem Account kann dann dieses von mir hochgeladene Bild dort wieder entfernen, ja, oder bearbeiten. Das kann kein anderer machen. Und ich kann hier oben einstellen, ob ich diese Aufnahme öffentlich zugänglich machen möchte für jeden, was natürlich wichtig ist, wenn man das für die nächsten Generationen dort hinterlegt. Ja, oder ich kann sagen, es ist nicht für die Allgemeinheit sichtbar. Das heißt also nur für mich selbst. Nur wenn ich mich eingeloggt habe, nur für mich selbst. Ja, kein anderer wird dieses Foto dann sehen. Jetzt muss ich nur gucken, wahrscheinlich muss ich hier oben wieder draufklicken, damit es wieder verschwindet. Ich habe hier so einige Aktionen, einiges zum Weitergeben. Ich kann zum Beispiel sagen, wenn ich möchte, ich kann es auf Facebook teilen, auf Twitter, auf Pinterest oder per E-Mail an jemanden verschicken, an meinen Cousin. Oder ich mache einfach nur einen Link zu diesem Foto hier auf Family Search, kann diesen Link hier kopieren und dann denjenigen, dem Verwandten, dann diesen Link schicken, damit er auf diese Seite kommt. Also das sind diese Möglichkeiten, die ich hier einstellen kann. Muss man sich selbst überlegen, was man damit machen möchte. Das ist die eine Geschichte. Zu den Interviews kommen wir auch gleich. Dann gibt es hier die zweite Kategorie, die Dokumente. Dort kann ich also alle Dokumente hinterlegen, die ich gerne hinterlegen möchte. Kann die auch dann wieder öffentlich stellen oder nicht öffentlich stellen. Hier ist zum Beispiel ein Rezept, was mein Vater aufgeschrieben hat, damit meine Nachkommen auch mal seine Handschrift sehen. Ja, mein Vater hat also immer gerne gebacken, er hat Kuchen gebacken und hat also hier auch etwas dargelegt. Ich kann dann den Lajos Palmüller hier taggen, zeigen, wo er hier auf dem Bild ist, aber er ist natürlich nicht auf diesem Bild hier, sondern es ist halt nur ein Rezept und hier kann ich zum Beispiel sagen, dieser Abschnitt hier, da kann ich draufklicken, das betrifft den Palmüller Lajos. Ja, und wenn man dann in Palmüller Lajos sucht, wird er also auch dieses Bild hier finden. Und hier kann ich die weiteren Familienschätze hinterlegen, zum Beispiel auch den alten Führerschein meines Vaters, den alten ungarischen Führerschein oder sein Bergmannsbuch kann ich also hier hinterlegen. Seine Todesanzeige ist da
und auch sämtliche Urkunden, Geburtsbescheinigungen und so weiter werden so erhalten. Und hier an diesem Zeichen kann ich immer erkennen, dass es zu diesem Dokument eine Audioaufzeichnung gibt. Ich kann da mal draufklicken und hier unten ist eine Audioaufzeichnung. Eine Erläuterung dazu oder was auch immer der Einreicher, also ich in diesem Fall, hierzu zu sagen hatte. Dann kommen wir gleich zu den Interviews. Jetzt noch mal eins. Ich kann auch Geschichten hinterlegen. Mein Vater hat einiges erzählt aus seinem Leben. Das habe ich damals aufgeschrieben als Word-Dokument und habe den Inhalt dieses Word-Dokuments einfach hier hineinkopiert als Geschichte und kann dann diese Geschichte dann auch mit Fotos garnieren. Ja, wie ich das gerne haben möchte. Aber das waren immer kurze Sachen, die er mir erzählt hat. Deshalb sind diese Geschichten eigentlich auch immer kurz und knapp. Dann komme ich zu den Audioaufnahmen und dann komme ich zu den Sachen mit den Interviews. Es gibt eine Möglichkeit, eben Audioaufnahmen zu hinterlegen. Das habt ihr ja vorhin gerade gesehen. Unter den Erinnerungen, unter den Dokumenten gibt es die Möglichkeit. Es gibt aber dann auch die Möglichkeit, eine Audioaufnahme hochzuladen, die man entweder über den Computer gemacht hat oder vom Handy exportiert hat. Kann ich hochladen und dann kann ich letztendlich, ich habe meinen Vater dreimal interviewt, er hat mir also dreimal etwas auch erzählen können aus seinem Leben. Und diese Audioaufnahmen habe ich hochgeladen und so können sich also meine Nachfahren, die nächsten Generationen, auch die Stimme meines Vaters anhören. Wenn ich hier mal draufklicke, habe ich das Gleiche, als wenn es ein Dokument oder ein Foto wäre. Ich kann es hier beschriften, ich kann es hier dokumentieren und letztendlich kann ich dann hier abspielen. Es ist ein bisschen leise, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt hört. Nein, wir hören das gar nicht, Georg. Ja, dann überträgt der Zoom jetzt also diese Audio, also diesen Ton jetzt nicht davon. Aber wie gesagt, dort kann man das hinterlegen. Kann man letztendlich Interviews mit Familienangehörigen hinterlegen und man kann natürlich dann letztendlich über dieses Album hinzufügen, auch den Personen, die hier drin sind, sagen wir, mein Vater hätte über seine Geschwister etwas erzählt und die Geschwister sind hier eingegeben, kann ich im Grunde genommen über diese Albumfunktion diese Audiodatei jedem zuspeichern, der dann erwähnt wird in dieser Interviewgeschichte. Wollte ich noch dazu sagen, all diese Geschichten hier, die ich gerade gezeigt habe, das ist meine private Genealogie, ja, also aus, die ich hier zusammengestellt habe, diese Personen habe, die den großen Baum angehängt, ich hänge jetzt vielleicht nicht mehr nur an den 3000 von mir erforschten Personen, sondern vielleicht, ich weiß nicht, an mehreren Hunderttausenden oder sogar an einer Million, weil es sind ja insgesamt 1,2 Milliarden. Es gibt auch Doppelte drin, die man dann zusammenfügen kann. Ich weiß gar nicht, an wie viel ich hänge. Deshalb kann ich diesen Baum nicht einfach komplett wieder als GetCom runterladen. Das kann ich mit meiner unter Genealogien eingereichten GetCom-Datei machen, aber diesen Baum, der ist einfach zu gigantisch. Den kann man nicht einfach runterladen. Wir haben das nochmal als Tipp, bevor ich dazu übergehe, das mit den Interviews zu beschreiben. Der Roland zu Dortmund hat ein Projekt ins Leben gerufen, und zwar die Erfassung der Dortmunder Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Ja, man forscht also aus, wer ist gefallen, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Dortmund. Und man hat sich dann entschieden, das Ergebnis dieser Forschung, dieser Person, die man dort findet,
dass man diese Person auch in diesen Baum hineinfügt. Und wenn man ihn nicht anbinden kann, weil man vielleicht die Eltern nicht in Erfahrung gebracht hat des Gefallenen, dann kann man ihn als Einzelperson dort hinterlegen. Und irgendein Verwandter, der Ahnenforschung betreibt, der jetzt hier mal den Namen des, der erinnert sich vielleicht daran oder kriegt eine Information, dass ein Verwandter von ihm im Ersten Weltkrieg gefallen ist und er gibt den Namen ein, dann sagt Femisearch, der ist schon drin. Ja. Jetzt muss ich leider mal eben meine Vollbilddarstellung etwas verändern, weil ich das mal eben zeigen will. So, weil die Zoom-Leiste ist oben immer verdeckt, die Tabs. Das ist zum Beispiel ein Ergebnis aus diesem Projekt. Man hat also den Ludwig Johann Adolf Ackermann gefunden, hat alle Daten, die man gefunden hat. Also nicht nur das Gefallenendatum hat man gefunden, sondern auch die Geburtsinformation hat man bekommen. Jetzt klingelt es hier wieder so penetrant. Irgendeiner weiß, dass ich hier wahrscheinlich wieder eine Präsentation mache. Man hat also auch die Namensvarianten eingegeben. Man hat also auch die Eltern hat man rausgefunden aus seiner Geburtsurkunde und hat die eingegeben. Und eben halt die Quellen hat man eingegeben. Alles als, hoppla, jetzt bin ich hier wieder raus. Warum man mich da jetzt rausgeschmissen hat, weiß ich nicht. Vorhin bei meinem Vater hat es funktioniert. Will mich da mal eben wieder einloggen. Da bin ich wieder drin. Da sind die Quellen. Und zwar hat man etwas aus dem Einwohnerbuch entnommen. Man hat etwas aus dem Buch Lorbeerreise auf Heldengräber der Ranoldi-Gemeinde entnommen. Man hat die Sterbeurkunde bekommen und man hat aus der Verlustliste des GenWikis Informationen genommen. Und als Erinnerung all das im Grunde genommen, was man gefunden hat, also das alte Porträtbild, ja. Hier sind die Dokumente, hier ist die Geburtsurkunde. Hier, man hat sogar in den Zeitungen im Rahmen dieses Projekts über den Ludwig Ackermann eine Anzeige gefunden. Ja, er war also, er hatte ein kleines Geschäft. Ja, in der Weiherstraße 59 wohnte er und im Osten Hellwig 45 hat er ein kleines Geschäft: Nähmaschinen, Plissé-Brennerei, Kunst- und Kurbelstickerei. Das hat er gehabt, bevor er in den Krieg zog und fiel, sodass man nicht nur einen Index von dieser Person hat mit dem gefallenen Datum, sondern diese Person, diese Information über diesen Gefallenen vervollständigt, so gut wie möglich. Und hier gibt es dann auch aus dem Buch Lorbeerreise auf Heldengräber, dort gab es also 1,5 Seiten, eine Biografie über ihn. Und diese 1,5 Seiten abzutippen, ist eine Menge Arbeit. Und man hat dann also Jugendliche in der Gemeinde, also Jugendliche der Kirche Jesu Christi in ein Projekt dazu eingeladen und hat gesagt, zu den Gefallenen nehmt ihr jetzt euer Handy und ihr lest diese Geschichte vor als Audiodatei und wir speichern diese Audiodatei dann dieser Person. Und so ist es uns also gelungen, auch wirklich Jugendliche echt zu begeistern, für die Genealogie, dort etwas beizutragen für dieses Projekt, Dortmunder Gefallene des Ersten Weltkriegs von der genealogisch-heraldischen Arbeitsgemeinschaft Roland zu Dortmund. So, jetzt möchte ich allerdings zu den Interviews kommen. Und Georg, zwar, ja, bitte. da darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen. Ich Ja. habe ja damals da im Stadtarchiv mitgemacht bei dieser Aktion Ja. und habe die Sterbeurkunde eines Siebeck gefunden. Ich weiß, mir fällt jetzt gerade nicht mehr der Vorname von dem ein. Ja. Und anhand dieser Sterbeurkunde habe ich einen richtig schönen Weg, konnte ich richtig schön nachvollziehen, welchen Weg der Bruder meines Urgroßvaters gegangen ist. Ja. Und zwar hat er wohl den Beruf des Lederarbeiters erlernt, ist dann nach seiner Ausbildung auf Wanderschaft gegangen, hat dann in Camberg
eine Dame aus Mainz geheiratet. Hat mit der zwei Kinder gezeugt, die in Idstein geboren wurden. Dann kurz vor dem, dann sind die irgendwann wieder zurückgekommen nach Dortmund. Und der Gefallene war dann in Dortmund Straßenbahnfahrer. Und der hat dann auch in Dortmund geheiratet. Und ja, also seine Sterbeanzeige ging dann nach Dortmund. Also da kommt mal richtig schön anhand dieser einen Sterbeurkunde richtig schön den Weg verfolgen, den wohl der Bruder meines Urgroßvaters gegangen ist. Ja, es ist also, der Roland zu Dortmund hat gesagt, wir möchten mehr machen als nur eine einfache Indexierung, sondern wir wollen wirklich den nachfolgenden Generationen oder den jetzt lebenden Verwandten, wenn sie Ahnenforschung machen, die Möglichkeit geben, so viel Informationen über diesen Kriegsgefallenen zu bekommen oder zu erhalten. So viel Informationen, wie man letztendlich jetzt zusammentragen konnte. Zu diesen Einzelnen. Bei den Interviews. Georg, aber wir haben Ja. ein paar Fragen zu diesem Teil schon. Ja, Und bitte gerne, bitte gerne. Ja. Nicole hat auch Ja. ja, genau. Ich habe gefragt. zwei Fragen. Ist zu vorhin eigentlich, wie du das geöffnet hast unter deinem Namen, kam ja sofort dieses Kreisdiagramm Ja. über deine Vorfahren. Erscheint das dann automatisch oder musstest du das irgendwie anklicken oder eingeben? Nein, wenn du dich selber eingegeben hast, ja, Ja. und du hast dich angeknüpft, ne? Ja. Oder hast durch die Eingabe weiterer deiner Vorfahren einen Anknüpfungspunkt gefunden, dann erscheint das immer automatisch. Okay. Aber nur du selber siehst natürlich deine eigenen Daten, ja, weil du Ja, musst ja als Proband, ja, bist du ja immer als lebende ja, Person da ja. drin, und dann kommt das automatisch. Aber Nicole, Und ja. meintest du denn dieses Fächeransicht Ja, oder genau, diese meintest Fächer, diese das? Fächeransicht meinte Ja, ich, aber die das hat, ja. kannst du Ja, kann man einstellen. einstellen. Wo Das kann kann man man das denn einstellen, auch wie viele einstellen? Generationen. Und du Ja. kannst also hier zu einem Fächer von der Person springen. Du Mhm. hast einmal die Abstammung oder du kannst nach Geburtsland gehen. Dann zeigt er dir also an, aus welchem Land. Ja, hier zum Beispiel, das ist jetzt mal, ist mal eine niederländische Linie, das ist die ungarische Linie. Ja, das ist eine österreichische Linie und die deutsche Linie. Und weiß ist eben halt unbekannt, da habe ich. Das sind ja nur die direkten Ja. Ahnen, die ja gezeigt werden. Ja, der zweite Teil meiner Frage ist, wenn ich also mich selber nicht eingegeben habe, ich aber zum Beispiel mit einer amerikanischen Verwandten in Kontakt bin und ich möchte mir, ich sehe ja jetzt nur die Verstorbenen ihres Baumes, kann ich dann von einem so einem Verstorbenen auch so ein Fächerdiagramm Ja. erzeugen und wie? Weil ich kriege eigentlich immer nur so einen normalen Stammbaum dahin. Wie kriege ich das denn Ja, hin, wenn ich das gehe nicht jetzt mein noch direkter mal, Vorfahr ist? ja, ich gehe noch mal zurück zu einer Person. Okay. Weißt Ja, du, wie das geht, Georg? sagen wir mal, Okay. ja, natürlich, ich kann die Person suchen zum Beispiel. Deine amerikanische Verwandte sagt dir zum Beispiel, diese Person mit dem Namen, ja, oder mit der ID-Nummer, jeder kriegt eine ID-Nummer, das ist unser gemeinsamer Vorfahre oder so, dann rufst du diese Person auf, Ja. so also wie ich hier als Beispiel hier meinen Lajos Pahlmüller aufrufen würde. So, und dann kann ich, da gibt es ja nur einen. So, dann kann ich also hier drauf gehen, auf die Fundstelle und kann von hier aus Stammbaum sagen. Ja. So, und dann kommt von dem der Fächer. Und pass auf, wenn ich das mache, dann kommt nur so ein Vorfahrenbaum, so ein normaler, Darf wenn ich ich, da auf Stammbaum drücke. ja, Hier oben, ich hier kann euch oben das kannst auch du. zeigen, wenn ihr Ja, wollt, weil mal. ich hab nämlich mal einen, warte mal, Können Moment, ich wir gucke das mal. gleich in Ha, der, können wir nein, das gleich, ich hab's können wir das, gefunden. ja, Nein, oder wir machen erledigt, es ich hab's gleich in der, gefunden. Nee, ich hab's gefunden. Fragerunde, in Nee, Diskussionsrunde können wir es ich machen. habe es einfach Okay. gefunden. Man kann, Ja. es kommt automatisch dieses Ding und dann habe ich einen Auswahldingen jetzt Und gerade hier oben kann gefunden. man eben halt Ja, einstellen, ob man ja, das als ja Ahntag genau. haben will oder eben halt Das als Fächer haben habe ich will. nicht gefunden und das habe ich gerade Hochkommastelle. gefunden. Super, vielen So. Dank. Ja, Alles also, erledigt. okay. Wie gesagt, hat jemand noch eine Frage? Die Barbara sehe ich gerade, hat, glaube ich, auch noch eine Ja, Frage. habe ich.
Ja, bei einer anderen Seite, wo ich arbeite, also eine Vorstellung machen, kann man zwar unbegrenzt Menschen eingeben, aber nur bis 5.000 werden die Beziehungen angezeigt. Gibt es das auch auf dieser Seite oder ist das unbegrenzt, dass dann, auch wenn man 15.000 Menschen in dem Baum hat, werden die Beziehungen dann immer noch angezeigt? Ja, es werden letztendlich alle angezeigt, mit denen du verknüpft bist, aber du kannst nur maximal 7 Generationen darstellen. Du kannst natürlich jetzt zu dem nächsten gehen hier oben und dann siehst du hier wieder so einen kleinen Baum. Ja, wenn du da drauf klickst, macht er wieder von dem den Baum. Na, und je nachdem, an wen der alles dranhängt, geht er dann wieder 7 Generationen weiter. Und so kann man also Verwandte entdecken, von denen man als Ahnenforscher eigentlich nur geträumt hat. Ja? Man muss natürlich dann auch immer sagen, wie immer, was andere eingegeben haben, bitte auch immer nur als Hinweise sehen. Nicht einfach davon ausgehen, dass das alles so stimmt, weil jeder macht Fehler, auch ich mache Fehler. Aber wenn dann als Erinnerung die Urkunden alle dran gehangen worden sind zu der Person, dann kann man ruhig mal einen Tippfehler beim Geburtsdatum machen im Datenblatt, aber diese Erinnerung zeigt ja dann das richtige Datum. Ich gebe mal einen Zwischenbericht aus dem Chat. Also das meiste hat sich schon beantwortet. Das fand ich also ganz super. Aber eine Frage ist übergeblieben. Und zwar möchte der Gerd gerne wissen, kann er Bilder nachträglich neu sortieren? Das heißt verschieben in der Ansicht. Ist das richtig? Ja, oder in der Reihenfolge. Vielleicht kann er da selber. Das geht leider nicht. Das habe ich auch zum Beispiel bei anderen Portalen nicht gefunden, bei Ancestry oder so, dass ich da hochgeladene Bilder in einer gewissen Reihenfolge verschieben kann. Ne? Das habe ich nicht gefunden. Vor kurzem Ansehen, da kann man dann wieder zu den Personen springen, die man aufgerufen hat. Ich gehe nochmal eben hier rein. Also ich kann jetzt hier nicht ein Bild packen und an eine andere Position ziehen. Das funktioniert leider nicht. Ne? Ja. Gut, das andere hatten sich beantwortet schon. Dann würde ich jetzt erstmal weitergehen mit den Interviews. Also wie gesagt, man kann, wenn man zu Verwandten geht, am besten nimmt man das Handy mit. Ja, und mein Vater zum Beispiel, wenn ich ihm ein Mikrofon hingestellt hätte, hätte er nie gesprochen. Ja, das war ihm zu suspekt, in ein Mikrofon zu reden. Er hat Aufzeichnungen zugestimmt, aber ich habe das dann mit meinem Handy gemacht. Und es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Ich kann einmal, was ich nicht kann, ich kann also hier keine Audioaufnahme über meinen Laptop oder so machen, um sie unter Audioaufnahmen zu platzieren. Ich kann das wohl machen bei den Dokumenten. Da kann ich direkt über meinen Laptop eine Audiodatei dazugeben. Aber ich kann hier und in der Sammlung Audioaufnahmen kann ich nicht direkt etwas erzeugen. Und deshalb kann man dazu sein Handy benutzen, entweder mit der Sprachmemo, die bei Apple heißt es Sprachmemo, ich glaube bei Android hat es, glaube ich, einen anderen Namen. Dort kann ich dann die Sprachmemo starten, kann meinen Familienangehörigen interviewen oder selbst etwas, selbst Kommentare sprechen. Und kann dann diese erzeugte Datei exportieren und in diesen Baum unter Audioaufnahme, unter gespeicherte Audioaufnahme hier hochladen. Viel einfacher geht es. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und dass mir da jetzt nichts hier an technischer Störung in die Quere kommt. Noch besser ist es, noch viel einfacher, Audioaufnahmen oder Interviews beizusteuern ist es, wenn man jetzt zu einer Verwandten geht oder irgendwo im Archiv sitzt und möchte etwas als Audio festhalten. Noch besser ist es, wenn ich sowieso diese Aufnahme über Handy mache, dass ich da also auch das Handy dafür benutze. Und jetzt muss ich nur mal einmal hier gucken, wie ich das als erneute Freigabe hinbekomme.
Ich denke, das wird so funktionieren. Moment, seht ihr mein Handy? Ja. Ja, ihr seht also mein Handy. Ah ja, das ist schon mal gut. Genealogie. So, und da gibt es zwei Apps. Diese Erinnerungs-App von Family Search habe ich selten gebraucht, aber die Familien-Stammbaum-App. Darum, das ist das, um was es geht. Also wenn ich die hier starte, habe ich also komplett meinen Zugriff genauso wie mit meinem Laptop. Ja, ich kann also auch alles machen, was ich mit dem Laptop machen kann. In Family Search kann ich also hier machen. Und wenn ich jetzt jemanden interviewe und der sagt mir, ich erzähle dir etwas über deinen Großvater dann jetzt, oder ich frage ihn, welche Informationen hast du über Großvater Djörd, dann kann ich also auf den Djörd gehen, kann den aufrufen und habe hier praktisch genau das Gleiche wie auf meinem Laptop, auf meinem Desktop, habe also auch die Kategorie Erinnerungen oder kann auch hier die Daten ergänzen. Ich kann auch über die App nach Digitalisaten suchen, die ich mir einsehen möchte. Das geht alles. Aber ich kann jetzt hier zum Beispiel auf Erinnerung klicken. Und dort sehe ich alle Erinnerungen, die ich zu meinem Großvater gespeichert habe. Und habe hier ein Pluszeichen. Ja, ich kann also hier auf das Plus gehen und bekomme die Auswahl. Möchtest du ein Dokument hinzufügen? Möchtest du eine Geschichte schreiben? Also ne, Geschichten schreiben. Möchtest du ein Foto hinzufügen oder möchtest du eine Audiodatei hinzufügen? Und kann dann direkt jetzt sagen, erzähl mir etwas über meinen Urgroßvater, was du weißt. Und dann sage ich Audiodatei hinzufügen und dann nimmt er das auf, was der Verwandte über den Djörd Palmüller erzählt. Und speichert es auch direkt zu dieser Person. Mache ich dieses Interview über diese App, hat Family Search die Erzählung auf maximal 15 Minuten begrenzt. Sie empfehlen aber, lieber mehrere, aber kurze Audiodateien zu erzeugen, so 5 oder 6, 7 Minuten nur, weil das hören sich andere oder Verwandte vielleicht eine kurze Audioaufnahme, hören sie sich vielleicht lieber an, als wenn es eine Audioaufnahme über 2 Stunden ist. Ja? Und deshalb hat man es also hier in Family Search begrenzt. Man sagt, du kannst maximal 15 Minuten machen, aber sinnvoller sind kürzere Aufnahmen. Also wenn ich jetzt in einem Archiv bin, brauche ich also nur mein Smartphone. Ich brauche keinen Laptop mitnehmen. Ich brauche keine Digitalkamera mitnehmen. Ich brauche also keine Tasche mitnehmen. Ich habe mein Smartphone dabei. Und wenn man mir nun erlaubt, etwas fotografieren zu dürfen, ein Dokument, eine alte Sterbeurkunde, die freigegeben ist, dann kann ich im Grunde genommen einfach sagen, ich will ein Foto hinzufügen. Und dann macht er mir letztendlich hier die Kamera. Da gibt er mir also mehrere Möglichkeiten. Er sagt, hast du das Foto schon gemacht und möchtest du es einfach hinzufügen? Ist es in deiner Foto-App schon gespeichert? Oder möchtest du direkt etwas jetzt zu dieser Person, zu dem Björk, aufnehmen? Und dann kann ich sagen, ich will das Foto direkt aufnehmen. Und dann fragt er, ob Family Search, ob diese App die Kamera nutzen darf. Ja, darf sie. Und dann kann ich das Dokument fotografieren und es ist sofort beigefügt. Ich kann also auch dieses Dokument über die App beschriften. Ja? Das ist also alles möglich, was man hier machen kann. Jetzt hoffe ich, dass ich wieder zurückkomme. Ja. Und ich kann, wie gesagt, hier letztendlich Folgendes tun. Ich kann jetzt hier auf Audiodatei gehen. Und dann sagt er mir, möchtest du eine Audioaufnahme erstellen oder hast du sie schon gespeichert? Zum Beispiel über die Sprachmemo-App, weil bei der Sprachmemo-App, die eine, die schon mitgeliefert wird, da gibt es natürlich auch keine zeitliche Begrenzung einer Aufnahme. Da kann ich 2, 3 Stunden was machen, aufnehmen, je nachdem, wie viel Kapazität, wie viel Speicherplatz ich auf meinem Handy habe. Und dann kann ich diese Aufnahme einfach hinzufügen oder ich kann direkt hier
die Audioaufnahme erstellen. Und das Tolle daran ist, er schlägt einem einfach mal Fragen vor. Ja, wenn ich kann jetzt zum Beispiel sagen, zu meiner Tante, aus welcher Situation aus deiner Kindheit kannst du dich erinnern, zusammen, was hast du zusammen mit deinem Bruder, mit dem Djörg erlebt? Ja, oder wo ist er aufgewachsen? Oder wie hat denn der Djörg eigentlich, wie hat mein Großvater denn meine Großmutter kennengelernt? Ich sehe also hier einige Fragen, die ich direkt stellen kann. Ja, das geht noch ein bisschen weiter runter. Welche Erinnerungen, welche Schwierigkeiten hat denn Djörg durchlebt? Kannst du dich daran erinnern, liebe Tante? Ja, das sind einfach nur so Hinweise, was ich fragen kann, aber natürlich nicht muss. Und dann kann ich auf Aufnahme starten gehen und dann zeichnet er das auf, was dann dazu erzählt wird. Ja, das sind nur so ein paar Tipps, die die Family Search hier einblendet. Und dann kann ich halt die Aufnahme starten und kann dann, da steht, nehmen Sie bis zu 5 Minuten auf. Aber wie gesagt, die 5 Minuten sind nur ein Hinweis darauf, diese Aufzeichnungen nicht einfach viel zu lange zu machen. Das hört sich vielleicht dann später keiner mehr an und dann klicke ich hier auf Start. Ja, und kann dann letztendlich hier auch weiter angehalten. Ich habe es jetzt mal einfach angehalten. Da kann ich dann sagen, hier, es ist fertig. Und dann ist letztendlich, kann ich diese Audioaufnahme noch irgendwo Interview, einen Moment, ich muss es hier auf meinem Handy eintippen, Interview mit Tante Anna, jetzt habe ich die Tippfehler, aber spielt jetzt keine Rolle, Tante Anna über Djörg Palmüller, ja, und so weiter und so fort, dann kann ich sagen, okay, na, und dann speichert er dieses Interview direkt als Audiodatei meinem diesem Djörg hinzu. Und das bleibt dann natürlich drin, es sei denn, ich lösche jetzt wieder, was ich natürlich gleich mache im Anschluss an diesen, diesen Vortrag. Und das bleibt dann für die Ewigkeit erhalten. Das ist natürlich der allerbequemste Weg, nur das Handy einfach einzustecken und über das Handy alles zu machen, als wenn man noch irgendwelches anderes Equipment dann mitschleppen muss. Oder eben halt über zu Hause kann ich das Ganze natürlich dann über die Webseite machen. Denn wenn ich jetzt also hier sehe, es ist hier gespeichert, ich stoppe jetzt mal. Genauso gut kann ich natürlich auch Fotos und Dokumente und was ich euch alles gezeigt habe, dann damit erfassen und immer sofort zuordnen. Jetzt will ich mal wieder zurück zu dem Lajos. Wenn ich jetzt auf seinen Vater gehe, ich gehe mal auf die Einzelheiten, auf seinen Vater, auf Djörg, dann müsste, wenn es jetzt schon bereitsteht unter Erinnerungen, diese Audiodatei, da ist sie, ja, ist sofort da. Was ich gerade mit meinem Handy aufgenommen habe, ist dann sofort dort verfügbar. Und dann kann ich natürlich hergehen und sagen, gut, das war jetzt nur ein Test. Ja, da kann ich dann natürlich hier unter Aktion, das kann auch nur ich, das kann dann kein anderer sagen, das war jetzt nur eine Testaufnahme, die lösche ich natürlich dann jetzt wieder. Das ist die eine Sache. Hat jemand Fragen bislang zu dem, was, über was ich gesprochen habe? Nicole hat eine Frage, oder ist das von vorhin? Du musst dein Mikro anmachen, Nicole. Ich musste da automatisch aus Versehen draufgekommen sein. Das war jetzt ein Irrtum. Okay. Danke, Entschuldigung. Ja, kein Problem. Also, wer Fragen dazu hat, ansonsten gehe ich dann noch mal kurz weiter, wie man dann vielleicht Interviews macht. Dazu muss ich wieder aus dem Vollbild raus, weil hier oben die Zoom-Leiste die Tipps versperrt. Ja. Ich habe jetzt noch einen Satz, den ich überliefern muss, und zwar Annette schreibt, ich möchte einen Vorschlag machen fürs Interview. Ja, kann Annette natürlich jetzt gerne machen. Annette? Ja, okay.
Was ich sagen wollte, ist, wenn ihr ein Interview macht, ist es immer besser, wenn der Interview zwischen 3 und 5 Minuten lang ist. Ja. Wenn der Interview 20, 30 Minuten lang ist, wird der Zuhörer vielleicht ein bisschen gelangweilt. Und wenn man ein Interview führt mit anderen Leuten, ist es immer besser, dass man ein Termin vorher macht mit dieser Person, um denen zu sagen, worüber man den Interview führen möchte, damit man spezifische Details bekommen kann und kurze Geschichten bekommen kann. Sonst fühlt sich der Interviewee etwas überfordert und weiß nicht, wo er unbedingt oder sie unbedingt anfangen oder enden soll. Und so ist es eigentlich besser, wenn man vorher abspricht, wann man etwas besprechen wird, was besprochen werden wird. Ich finde manchmal mit einem Interview ist es eine gute Idee, ein Bild zu haben, dass der andere Person über dieses Bild dann reden kann, gerade wenn es Leute sind, die man überhaupt nicht kennt in dem Bild. Aber es ist ganz wichtig, dass die Interviews nur ganz kurz sind. Und ein anderes Vorschlag, was ich eigentlich ganz toll finde, wenn man junge Kinder hat, man kann Kinder selbst den Interview geben und den Fragen stellen. Und später auf Family Search, wenn sie das aufgeladen haben in der Galerie, kann diese Kinder als Erwachsene ihre eigene Kinderstimme hören. Ja. Und das ist eigentlich, es wurde so von jemandem bei der RootsTech erklärt, wir haben eigentlich keine Erinnerung über unsere eigene, also die Erinnerung, die wir haben als Kinder, sind so ein bisschen abgebrochen. Aber wenn wir die Kinder dieses Geschenk geben, ihre eigene Stimme hören zu lassen, das ist immer eine schöne Sache. Und es gibt ein paar tolle Videos. Ich werde den Links herausholen und sie da reinpacken, damit ihr das sehen könnt. Aber die immer ganz kurz halten. Und dann auch Kinder sind sehr gut mit Interview führen mit ihren Großeltern. Und die können Fragen stellen, die zum Beispiel die Kinder selbst nicht stellen können. Ja, und sie können dazu, ich sag mal, wenn sie schon Jugendliche sind oder Teenager, natürlich ihr Lieblingsinstrument dazu nutzen, mit dem sie also viele Stunden am Tag verbringen. Das ist das eigene Smartphone. Also mit dieser Technik bekommt man also dann auch, ich sag mal, Jugendliche, also auch begeistert mitzuarbeiten. Und ich habe noch zwei wichtige Ergänzungen, Annette. Vielen, vielen Dank, dass du uns über diese wichtigen Punkte informiert hast. Ich habe noch zwei Ergänzungen dazu. Und zwar A, wenn man zu älteren Leuten geht und diese älteren Leute interviewen möchte, dann bitte Kuchen mitbringen. Ja? Dann sprechen die Leute also in einer gemütlichen Kaffeekuchen-Atmosphäre, spricht man vielleicht viel lieber als so in irgendeinem Raum oder im leeren Raum, da wer weiß, wo man sich dann sonst trifft einfach. Oder eine kleine Ecke sich reservieren lassen in so einem Backcafé, da wo man ein bisschen alleine ist, und dort dann das Handy auf den Tisch legen. Und das Zweite, was du ja auch schon angedeutet hast mit dem Foto, den Menschen, den man interviewen möchte, Stichworte geben. Ja, also Stichwörter sind immer besser, auch im Interview Stichworte geben. Denn gerade bei den älteren Leuten ist es so, das Kurzzeitgedächtnis lässt nach, aber das Langzeitgedächtnis wird immer besser. Das heißt, manche können sich gar nicht so dran erinnern, was sie vorgestern gemacht haben. Das geht mir schon so. Also da will ich mich nicht ausschließen, wenn ich manchmal gefragt werde, was hast du denn gestern gemacht? Da muss ich also auch schon überlegen. Aber bei den Älteren ist es so, sie erinnern sich aus ihrer Kindheit nachher an jedes kleinste Detail. Und wenn man dann Stichworte gibt, so nach dem Motto, da war doch so ein Bahnhof. Bist du nicht damals zum Bahnhof gegangen, um jemanden zu besuchen? Ach ja, dann kommt das wieder. Ja, richtig. Ich bin dann da und da hingefahren und der wohnte dann da und da. Also immer auch so ein paar Stichworte einwerfen, damit der Interviewte dann so eine Art Erinnerungsstütze bekommt, wenn man solche Stichwörter dann aus der Geschichte weiß.
Ja, noch eine Frage. Ansonsten würde ich gleich eine allgemeine Fragerunde machen, aber da hat gerade noch einer Ja gerufen. Ja, aus dem Chat habe ich noch eine Frage. Und zwar möchte Gerd wissen, sollten in Texten Geodaten hinterlegt werden? Ich denke, das heißt, meines Ermessens wird Family Search in der Zukunft diese zur Kartierung nutzen. Ja, man kann natürlich, wenn man Geodaten hat, dann kann man sie natürlich hinterlegen. Momentan ist es noch so, dass also genau wie bei anderen, wie bei Genealogieprogrammen an sich, die mit Karten arbeiten, dass Family Search sich an vorgegebene Ortsangaben hält. Aber es wird mit Sicherheit irgendwann so sein, dass man dann vielleicht einfach einen Geodatenlink anklicken kann. Also ich würde es auf alle Fälle tun für die Zukunft. Ja, wie kann ich jetzt so Interviews, ja, wie kann ich das machen? Ich kann jetzt nicht einfach da hingehen und sagen, hier, Tante Erna, erzähl mal. Ja, dann wird Tante Erna wahrscheinlich Schwierigkeiten bekommen oder ich Schwierigkeiten, sich zu erinnern. Ich muss also schon, wie Annette es sagt, schon vorab ankündigen, über was man reden will, über wen man gerne reden will. Dann kann sucht Tante Erna vielleicht schon etwas aus ihrem Fundus raus, aber wenn man auch über sein eigenes Leben dort hinterlegen möchte, was man dann natürlich auch erst als privat speichern kann, damit es nicht in die Öffentlichkeit geht, wie fange ich das an? Wie kann ich jetzt über mich selbst zum Beispiel irgendwie was erzählen? Wie fange ich das an, meine eigene Lebensgeschichte zu erzählen? Und genau das kann ich wieder im Grunde genommen umsetzen, um vielleicht die Lebensgeschichte, dass die Tante Erna oder Onkel sowieso oder wer weiß, wer seine Lebensgeschichte erzählt. Da gibt es ein tolles Hilfsmittel von Family Search, das heißt 52 Wochen, 52 Fragen. Den Link setzen wir in den Chat. Muss ich mal eben gucken, ich will da mal eben draufklicken, mal den Link hier sofort kopieren und in den Chat setzen. An alle gerichtet. So, das ist dieser Link. Es gibt also, Family Search hat sich 52 Fragen ausgedacht, die man einfach von oben nach unten beantworten kann, aber nicht muss natürlich. Aber wenn man diese 52 Fragen beantwortet hat, die hier stehen, dann hat man seine Lebensgeschichte erzählt und es gibt auch noch Zusatzfragen, die man nehmen kann. Die Zusatzfragen sind toll. Was wir beim Roland zu Dortmund gemacht haben, bei einer Weihnachtsfeier, wir haben diese 52 Fragen als Word-Dokument in ein Word-Dokument kopiert und haben unter jeder Frage eine Schnittlinie gemacht, also einfach eine Linie gezogen. Und wir haben diese 52 Fragen ausgeschnitten, gerollt und in ein Einmachglas getan und dann dieses Einmachglas natürlich dann verziert. Das heißt, man kann Folgendes tun, wenn man sagt, oh, das sind 52 Fragen, wie lange soll ich denn da dran sitzen, das alles aufzuschreiben, das ist mir zu viel. Jede Woche Sonntag, wenn man Zeit hat, zieht man sich eine Frage wie ein Los aus diesem Glas, wie eine Lostrommel. Und dann beantwortet man diese Frage, indem man es entweder spricht, als Audioaufnahme macht und sich selbst dann beifügt in Family Search, was man natürlich dann erst privat hat, oder eben als Word-Dokument schreibt. Ja, und am nächsten Sonntag zieht man wieder einen los und dann dauert es genau ein Jahr, 52 Wochen und man hat sein Leben dargestellt. Ja, und wenn man das dann noch mit Fotos garnieren kann, ist das eine ganz tolle Sache, diese 52 Fragen. Und es ist ein ganz tolles Motivationsgeschenk an andere Familienmitglieder. Ja, ich habe das, wie gesagt, als Word-Dokument, das kann ich auch gerne auf unsere Homepage setzen, zum Runterladen, zum Ausschneiden, rollen jede Frage ab in dieses Gläschen und dann dieses Glas verschenken. Ja. Ich habe immer noch ein paar Fragen im Glas, die habe ich immer noch nicht beantwortet. Das macht ja nichts. Dich treibt ja keiner. Ja?
Man kann es ja bequem machen oder man zieht zweimal in der Woche so ein Los daraus, ne, und beantwortet die Frage. Also nicht, das ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, ne, so drei Jahre oder so. Ne? Ja, man kann auch nicht alle Fragen beantworten, kann man vielleicht auch gar nicht, ja. Aber oder manche Fragen, die kann man sich vielleicht selbst umändern. Aber so hat man dann seine Lebensgeschichte. Und wenn man dann 52 Word-Dokumente als Antworten hat, kann man die dann zusammenpacken, sortieren nach dieser Reihenfolge und dann hat man ein kleines Buch. Ein kleines Buch der Erinnerung an das eigene Leben. Family Search bietet dann noch etwas. Und zwar auf der Family Search-Seite selbst gibt es dann unter Aktivitäten meine Geschichte aufzeichnen. Ja, das kann die eigene Geschichte sein oder es kann auch, ja, man kann es auch übertragen auf ein anderes Familienmitglied. Das ist hier sortiert nach Kategorien, ja, Familiengeschichten. Ich klicke da mal drauf und dann kommen so Fragen. Wie würdest du deine Familie beschreiben? Welche Familientradition hattest du? Welche lustige Erinnerung an deine Familie hast du? Ja, was war dein Lieblingsfamilienurlaub? Na, das kann man dann hier also sich dann auswählen. Ich klicke da mal drauf und dann kann ich das direkt hier reinsprechen. Ja, hier ist auch wieder ein Aufnahmeknopf. Ja, und dann kann ich dann natürlich den Titel ändern. Dann kann ich halt sagen, nicht was war ein Familienurlaub, sondern was war oder mein Lieblingsfamilienurlaub. Und dann klicke ich hier drauf und erzähle 5 Minuten maximal. Ja, Annette hat ja auch recht und Family Search auch, soll nicht zu lang sein. Erzähle ich etwas. Ja, und da gibt es hier ganz viele Kategorien. Wenn ich hier nochmal einen Schritt zurückgehe, Herz und Seele, was fehlt dir aus deiner Kindheit? Wie hieß oder wie heißt dein bester Freund? Wer hat dein Leben besonders beeinflusst? Man muss sie nicht alle beantworten, aber das sind alles Tipps, die man beherzigen kann, wo man sich also wirklich Ideen holen kann, über was kann ich denn über mein eigenes Leben reden. Und genauso kann ich das also auch sagen, ich besuche meine Tante und präsentiere ihr einige Fragen daraus und nehme das sofort auf. Das sind so die Tipps, die ich geben kann. Und ich würde dann auch gerne diesen Vortrag hier an dieser Stelle beenden und die Fragerunde starten und dann so nach 21 Uhr, je nachdem, wie viele Fragen jetzt noch zustande kommen, in das Café überleiten. Und ich möchte mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit bedanken. Und ich hoffe, dass ihr einige Ideen bekommen habt. Wie gesagt, ich habe jetzt mal Family Search ausgewählt, weil aus den Gründen, die ich schon dargelegt habe, aber was wer wie nutzen möchte oder wenn einer sagt, das ist gar nichts für mich, das will ich gar nicht, dann ist es also auch recht. Jeder muss es selbst entscheiden, was er nutzt und wie er es machen möchte. Nochmal vielen herzlichen Dank fürs Zuhören.